Alter. Warum schießt der da? Nicht mit mir. Der mag mich. Keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Bobby. Doch, klar, der Muni. Der trifft kein einziges Mal. Yeah. Da ist ein Goldklump. Was will ich mit so einem Goldklump? Mehr nicht. Ich sehe es gar nicht. Ja, da ist eine Statue und ein Goldklump, oder? Kann ich hin und her schieben. Okay. Vielleicht ist es ein besonderer Goldklump. Jemand das Kontextmenü hat einen anderen Namen oder so? Nee, Goldklump. Ganz. Sonst ist da nichts. Und oder dann kommt noch nichts weiter. Truhe oder sowas, irgendwas? Die Goldröhle vielleicht legen. In was für eine Truhe? Nee, das kommt. Komm ich jetzt rüber? Geht das? Passt das? Vielleicht hat der da oben was dabei. Ja, ich hol jetzt Leben, um den eins über die Mitte zu ziehen. Aber wir müssen auf jeden Fall. Wie sollen wir denn auf die andere Seite kommen? Ich schätze mal, wir müssen echt alle töten. Oh oh, und? Schieß, genau. Oh mein Gott. Nein. Ich glaube, der ist tot. Ja, ja, der ist nicht mehr zu retten. Da ist kein Wasser in der Nähe. Auch kein Löcher in den Spielregeln. Naja, na gut. Rest in pieces, Furit. Dann müssen wir. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Können wir die Lücke zumachen? So. Ich hab drei Äpfel. Theoretisch kann ich ihn ja versuchen, mit den Goldklumpen abzuwerfen, weil Gold eine extrem hohe Masse hat im Vergleich zu anderen. Reicht noch nicht. Den hätten wir eigentlich gut verwenden können für. Ach, scheiße, sorry. Verpasst mir eigentlich voll einen Headshot, aber er trifft. Wie ist das nicht. Buggy, oder? Guckt euch den mal an, ist das ein Kackbu und der trifft da nicht mal. Ja. Das ist kein Lucky Luke. Ah, guck mal, warum ist da denn bitte? Kann mir mal bitte jemand sagen, warum da so ein Zünder ist? Den habe ich gerade oben abgelegt. Achso. Weil ich. Mit Dynamitstange. Ja. Sonst hätte ich. Ich dachte, das wäre. Keine Dynamitkiste. Ah, ja, ich habe gerade versucht, das damit zu verbinden, aber das ging nicht. Okay. Wie machen wir das denn? Scheiße, noch einen Klumpen und dann ist das eigentlich gehen. Kommen wir jetzt noch auf die andere Seite? Ja, ja. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem. Warte. Wenn wir jetzt. Ich will gerade wissen, wenn man von hier springt, genau, man landet da, wo ich es will. Sehr schön. Hä? Ist das weggegraben? Ja, ja, ich komme also, noch hoch danach. Kann man noch hoch, okay. Mit viel Gefühl wird das stehen. Alla, die Lex, ne? Leck, 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 leck. Es tut mir leid, es tut mir einfach leid. Okay, der hat da oben echt viel Munition, wa? Ja. Oh, wir haben da was zu essen, wie geil ist das bitte? Geil. Ich glaube, ich hau das noch in meinen Chopper rein. Ist da noch eine übrig oder hast du schon eine weggemacht? Alles klar. Ist noch eine. Und der hat's auch dringend nötig. Alles klar, Lehm. Bei den Bisons ist noch Lehm. Bei den Bisons? Okay, ich komm mit. Insgesamt 4-5 Klumpen. Scheiße. Kohle und. Oh! Oh! Kevin, wo bist du? Hinten beim Shop Drugstore. Okay. Eben gut. Okay. Dann können wir die Lava zumachen und geht die Kiste vielleicht jetzt auf? Nee. Da fehlt immer noch ein Schlüssel. Vielleicht hat. Ja, stimmt, das könnte sein, dass der einen Schlüssel hat. Ja, und dass vielleicht in der Truhe dann die Friedenspfeife ist. Bisschen tricky. Hier ein bisschen so buddeln, dass die Bisons sich nicht in irgendwelchen Löchern einsammeln. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht. Ja, okay, hier gibt's nicht mehr so viel. Ja, also ich habe jetzt 2 Lehmklumpen. Okay, sollte es. Reicht das? So, jetzt müsste. Genau. Ist hier noch was drin? Schädel ist hier noch drin. Das war der. Lehmklumpen ist noch drin, aber nice. Mechanismus. Hey. Das reicht komplett, Leute. Das reicht aus, sowas von komplett.
Scheiße. Ich werde jetzt probieren, also Leute, ihr werdet, solltet... Oh, meiner hat was. Kacke. Scheiße. Hat irgendjemand, Trinkschlauch ist oben. Ach, ist glaube ich oben. Doof ist, ich kann mich jetzt schlecht auf andere Sachen konzentrieren, wenn ich den einen hochsteuern muss. Und bringt eure Klons aus dem Gebiet raus. Ich werde versuchen, den nämlich runter zu punchen. Okay. Und wenn er unten dann richtig zielen kann, dann haben wir nämlich relativ großes Problem, falls da noch unsere Klons stehen. Ja, oder ich stelle mich mit einem anderen Klonk dahin und der snipert den dann weg. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, ich stelle mich mal einem in den Hintergrund. So. Jetzt habe ich zwei Lebenklonen. So. Oh, nicht gut. Ich mach die Lücke zu, das nervt Kevin, mich tierisch. Ja, ich werde den einen Klonk noch wegmachen. Und deine Trappe auch am besten, Simon. Die Trappe ist schon weg. Ja, ich meine jetzt Simon. Ah, nicht ganz du, nicht ganz du. Ja, dann sammelt sich die Lava sonst da. So, kann man da jetzt noch reinfallen? Mein Lieber. Kaum. Okay, das sollte nicht passieren. Jetzt. Ah, ja, so geht's auch. Oh, Alter! Trifft er dich? Nein, eigentlich nicht, aber. Nicht gut! Ach, steck ihn an! Jetzt, ja! Darf, das war dafür, du kleiner, elender Penner, Kack. Komm, stirb. Aber das ist nicht gut, wenn dem sein Zeug jetzt in den. Warum stirbt er nicht? Ah, jetzt. Der hat Munition dabei gehabt. Oh, da tut sich was. Ach du Kacke. Oh, Postkarte, oh, da ist noch einer. Wo kommt der denn her? Der war im Zelt. Sieht aus wie besoffen. Okay, ich hab ein Gewehr. Dynamit in die Hand nehmen, zünden, auf ihn schmeißen. Ich hab kein Dynamit. Das liegt da oben. Da liegt doch Dynamit. Da oben, ja. Aber das Problem komm, ist, ich mach das, mach das. Meine ist eh fast tot. Ja, meine auch. Deswegen, aber. Ja, aber ich geh einfach hin und schieß den an. Ich hab nein, warte, zwei. Zack, ja, halt. Nein, ich wollte doch zünden. Jetzt hat der das Dynamit. Aber der wird's nicht benutzen, höchstwahrscheinlich. Geh weg. Ja. Was hier? Geh ins Zelt, kann er dir glaube ich nicht da sagen. Schießen! Ja! Voll! Ah, geh weg da! Nein! Stirb! Du Hund, ey, Alter, wie viel der ausgehalten hat! Der tot? Ja! Jawohl! Hat's mir gelohnt. Kalumet, was ist ein Kalumet? Und Fleisch. Friedenspfeife bestimmt. Was ist ein Kalumet? Das sieht aus wie die Friedenspfeife. Geil. Hammer geil, ey. Haben wir den Schlüssel vielleicht auch? Nee, ne? Nee, aber ich nehme mal an, die Friedenspfeife wird jetzt hier diese magische Barriere wegmachen. Weil die wird ja irgendwie wegen dem Krieg errichtet oder so. Ja, okay. Dann müssen wir die jetzt aber erstmal. Wem müssen wir die geben von dem Stämmen? VIP-Volk, also den. Den zweiten Volk. Linken. Dem ersten. Ich guck nochmal auf die Truhe. Die ersten, die waren die Quad-Hatters. Ist auch noch verschlossen. Der ersten Indianer. Wo holen wir eigentlich einen Kristall her? Um den Schwulen zu befriedigen. Hallo. Kevin hat's ja nicht geschafft. Lol, ein Pferd ist weg. Lol? Ist gestorben vielleicht. Also müssen wir uns beeilen, Leute. Alter. Das Pferd hin. No shit, das ist weg. Ich hab mal ein Ding. Dann ist es gestorben. Wie jetzt in die Lampe gelaufen? Dann ist es verreckt. Ich schätze, das macht denen bestimmt auch Damage, wenn die irgendwo gegenlaufen. Ja, das lebt nicht mehr. Also in der Lava ist es definitiv nicht, ne. Hier den, ne? Entweder den. Dann. Oh! Ich hätte nicht anreden sollen. Ich hab den Häuptling gerade angeredet. Danke dann für eure Hilfe. Leser. Ah, okay. Weil ich hab die. Hä? Ach so, ihr habt gar nicht. Ach nee, warte mal, was war nochmal für. Es geht nicht weiter. Okay. Danke für eure Hilfe. Okay. Und was hat ihr eigentlich nochmal wollen? Ihr müsst die Friedenspfeife wieder auftreiben. Ah! Ich hab die. Wo ist. Bei wem denn? Unten, Simon. Okay. Ja.
Ah, ich laufe immer weiter. Entschuldigung. Jetzt red du ihn an, du hast Friedenspfeife. Okay. Ah, ihr habt die Friedenspfeife. Ihr dürft jetzt in mein Zelt Amulette herstellen. Diese können auf eurer Reise sicher noch nützlich sein. Also nehmt welche mit. Hammerfett. Okay. Bison-Amulett, Vogel-Amulett. Bestimmt brauchen wir ein Pferd-Amulett, oder? Schlangen? Nee, okay, es gibt kein Pferd-Amulett. Toll. Ja, Bison. Ja. Mit dem, wird der Träger stärker. Ich Ach glaub, so, da. Das Amulett macht uns, glaube ich, agiler. Genau, kann schneller man, laufen. Besser. Was ist Schlangen? Gift oder was? Immun gegen Gift und Säure. Oh. Immun gegen Säure. Was bringt uns das? Wir können, also wenn ich das richtig verstanden habe, kommen wir dann einfach in der Säure rumschwimmen als das Wasser. Ja, aber was bringt uns das? Okay, warte, vielleicht können wir jetzt zu dem anderen Volk wieder zurück. Weil jetzt ist ja der Frieden hergestellt. Und dann bekommen wir jetzt vielleicht von dem anderen die Genehmigung, dass der Weg zu den Bisons freigemacht wird. Und dann kriegen wir die Pferde. Oder, hallo? Ja, wäre durchaus überlegenswert. Oh, ich lege meinen ganzen Winchester hier rein, ey. So viele Waffen. Wieder. So, was ist der denn hier? Legt einfach zwei Gewehre, bla bla bla. Ja, das kann man. Das was ist das Angebot. Wollte nochmal der Schamane da unten, der. Ist den mal genannt? Shalom, Shalom. Der Shalom, Shalom. Oh. Meist mit Zünder um mich. Ja, was wollte der denn? Um die Blockade aufzuheben, braucht man den Kelch des Lebens. Hab ich doch. Hammer fett. Bringt mir den Kelch. Stimmt, das hab ich voll vergessen. Warte, ich hol ihn. Wartet unten. Ich hab ihn dabei. Was bei mir sind. Ist der voll oder leer? Ja, der wird voll sein. Weil damit habe ich mich die ganze Zeit immer aufgeheilt. Ja, aber wenn man den einmal wegwirft und der. So, ich hab ihn nie weggeworfen. Okay, dann. Geil. Ich habe ihn immer nur abgelegt. Und ich schon mal. Ja, bei mir standen noch ein paar. Die zwei standen noch da unten. Was kriegen wir dann von dem? Blockade wird aufgehoben. Ach ja, stimmt, genau. Ach, der hat die gemacht. Genau, richtig. Bringt mir den Kelch und ich helfe euch. Ah, ihr habt ihn. Ja, haben wir. Ach cool, jetzt rennt ihr da hin. Warte, ich will das sehen. Ich auch. Hä? Hallo? Graben. Das Menü wegklicken. Scheiße. Er rennt rüber. Er bleibt stehen. Ich nehme an, er wartet auf...